Herzlich willkommen zu unserem Videotutorial, in dem wir Ihnen zeigen, wie Sie auf PsycINFO am besten recherchieren. PsycINFO ist die weltweit umfangreichste Datenbank im Bereich der Psychologie. Sie wurde von APA, der American Psychological Association, erstellt und umfasst unter anderem 5 Millionen peer-reviewte Datensätze aus über 2400 internationalen Zeitschriften. Die Suchsprache ist Englisch. Über die Webseite der Universitätsbibliothek Bern kommen Sie zu den Datenbanken. Diese können Sie nach Suchbegriff oder Fach durchsuchen und gelangen so zu PsycINFO. Am besten erstellen Sie direkt am Anfang ein kostenloses Konto und melden sich an, damit Sie Suchanfragen speichern und bearbeiten sowie RSS-Feeds für Benachrichtigungen bei neuen Treffern anlegen können. In der Freitextsuche Basic Search ist es möglich, in Alltagssprache zu suchen, das heißt, Sie können die Fragestellung ins Suchfeld eingeben. Hier sollten Sie keine Suchwerkzeuge verwenden. Die Ergebnisse der Suche werden nach Relevanz sortiert. Aber Achtung, diese Suchoption eignet sich nur für den Einstieg, da sie keine umfassende Recherche ermöglicht. Alternativ kann auch die Mehrfeldsuche Multi-Field Search verwendet werden. Die zu durchsuchenden Felder können hier im Voraus genauer bestimmt werden. Wir empfehlen aber generell die Expertensuche, Advanced Search, weil damit die wichtigsten Datenfelder wie zum Beispiel Titel, Abstract oder Schlagwörter abgesucht werden. Dadurch sollten die Treffer für das gesuchte Thema relevant sein. Nehmen wir als Beispiel an, dass ich Literatur zum Thema Therapie von Aufmerksamkeitsstörung bei Erwachsenen suche. Dafür muss ich eine Suchanfrage formulieren. Für eine systematische Suche, bei der möglichst alle Titel zu einem Thema gefunden werden sollen, müssen sowohl Stich- als auch Schlagwörter für die Suchanfrage verwendet werden. Schlagworte sind kontrolliertes Vokabular, die den Inhalt der Quelle beschreiben. Gesammelt werden sie im Thesaurus, wo auch verwandte Begriffe aufgelistet sind. Mit der Expertensuche, Advanced Search, kann ich auch nach Schlagworten zu einem Begriff suchen. Mit einem Klick auf das vorgeschlagene Schlagwort gelange ich zum Thesaurus. Sobald ich für alle meine Begriffe Schlagworte ausgewählt habe, formuliere ich eine Suchanfrage, in der ich die Schlagworte mit Stichworten kombiniere. Ich gruppiere sie thematisch in Klammern und verbinde sie logisch mit den Boolschen Operatoren OR und AND. Falls nötig, benutze ich auch Sternchen zur Trunkierung und Anführungszeichen zur Phrasensuche, das heißt zur Suche nach Begriffen, die aus mehreren Worten bestehen. Beachten Sie, dass in PsycINFO nur gerade Anführungszeichen erkannt werden. Eine mögliche Suchanfrage sieht nun so aus. Unter Show sieht man die Suchinformationen und klassische Filtermöglichkeiten. Unter Limits gibt es spezifische Filteroptionen, um das Thema weiter einzugrenzen. Zum Beispiel kann ich hier den Suchraum für die Begriffe auf Abstracts begrenzen oder den Publikationszeitraum einschränken. Unter Additional Limits kann ich nach der verwendeten Methodologie, wie zum Beispiel Meta-Analysen, suchen. Hier kann ich außerdem auch nach dem Alter der Probandinnen filtern. Ganz wichtig ist, dass diese neue Menge mit der Funktion Limit a Search zum Suchverlauf hinzugefügt wird. Erst dann greifen die Filter und die Suche wird entsprechend eingeschränkt. Oberhalb des Suchfelds wird die Search History angezeigt. Diese kann ich für spätere Sitzungen speichern, meine Suchdokumentation benutzen und mir RSS-Feeds und Alerts setzen, damit ich benachrichtigt werde, wenn neue Treffer aufgeschaltet werden, die meiner Suche entsprechen. Unter dem Suchfeld sind die einzelnen Treffer aufgeführt. Mit einem Klick auf einen Titel gelange ich zur Titelansicht. Dort finde ich weitere bibliografische Angaben, das Abstract, im Text angegebene Referenzen und auf der rechten Seite die Zugriffsmodalitäten. Steht über dem Logo der Universität Bern Fulltext, bedeutet dies, dass die Universitätsbibliothek Bern den Zugang zu dieser Publikation erworben hat. Für den Zugriff auf Volltext ist es wichtig, dass ich mich im Netzwerk der Uni befinde, entweder vor Ort über EduRoam oder von zu Hause aus via VPN. Steht hingegen nur das Uni-Logo ohne Fulltext,
habe ich nur Zugriff auf die bibliografischen Angaben und das Abstract. In diesem Fall werde ich auf unseren Katalog weitergeleitet, wo ich sehe, ob der gesuchte Text in unserem Printbestand steht oder ob ich ihn als Fernleihe aus einer anderen Bibliothek bestellen kann. Das war's bereits mit unserer Einführung in die Datenbank PsycINFO. Auf der Fachseite Psychologie und Psychiatrie finden Sie unsere Kontaktangaben, eine Zusammenstellung der wichtigsten Datenbanken der Psychologie und weitere Angebote des Fachreferats wie Einzelberatungen und Datenbankkurse. Wenn Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Datenbank oder zur Recherche im Allgemeinen haben, helfen wir Ihnen in der Bibliothek von Roll gerne weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Recherche.